Wir werden heute testen, welches Auto am tiefsten durch Wasser fahren kann. Wir werden dabei Sportwagen, Formel-1-Autos, Trucks, SUVs, alles testen. Welches Auto wird am weitesten durch Wasser fahren können? All das werden wir in diesem Video rausfinden. Lasst jetzt ein Like und ein Abo da und let's go. Hey yo Leute, Crimex hier. Was geht, Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zu GTA 5, Leute. Und heute gibt es wieder ein fettes Experiment. Wir sind hier auf einer krassen Wasserexperimentrampe. Und zwar werden wir heute testen, welches Auto durch das tiefste Wasser fahren kann. Wir werden einfach mal hier hinten bei so einem Sportwagen, hier zum Beispiel bei so einem McLaren anfangen, Leute, und werden mal schauen, wie weit der kommt. Und natürlich haben wir hier auch noch so fette Mega-Monster-Trucks und sowas. Die werden natürlich weiter durchs Wasser fahren können, Leute. Lasst auf jeden Fall mal ein Like und ein Abo da, Leute. Okay, Leute, der McLaren startet. Wie weit wird er kommen? Okay, Level 1 hat er gemeistert. Der Motor läuft noch. 10 Meter ist er schon mal weitergekommen. Oh, das nächste Level bis 20 hier hat er auch noch geschafft. Und wird er auch das nächste Level hier noch schaffen? McLaren! Oh, nein. Nein, Leute, der Motor ist ausgefallen. Er ist gestoppt. Der McLaren hat gerade mal das 20. Level geschafft. Er hat sich mal bis zur 30 geschafft. Okay, Leute, damit ist der McLaren raus. Wir machen weiter. Oh mein Gott, Leute, welches Auto sollen wir als nächstes testen? Wir nehmen einfach mal diesen Mercedes Formel 1 Wagen. Der ist ja ultra flach. Denkt ihr, der wird weiterkommen als der McLaren? Ich glaube, der Formel 1 Wagen ist zwar schneller, aber dafür ist der ja noch flacher. Okay, testen wir es mal. Okay, durch das erste Level schafft er es natürlich easy, Leute. Das nächste Level... Oh, hat er auch noch geschafft? Jetzt bei dem nächsten Level ist der McLaren gerade gestorben und... Er fährt aber noch. Der Motor geht noch und ins nächste Level rein. Let's go. Oh. Oh, und der Formel 1 Wagen ist baden gegangen. Nein. Okay, er hat es immerhin aber ein Level weiter geschafft als der McLaren. Hättet ihr das gedacht, Leute? Oh mein Gott, wir haben so viele Autos zur Auswahl. Nehmen wir als nächstes mal hier so eine gepanzerte S-Klasse, Leute. Alter, richtig krank. Sogar mit einer Sirene oben drauf, Leute. Ich glaube, dass so ein Panzer, eine gepanzerte S-Klasse, die sogar Politiker oder sowas beschützen soll. Dass hier so ein S600 Guardian oder irgendwie heißt der. Mal gucken, Leute. Wenn der hier Politiker beschützen soll, dann muss der ja auch irgendwie durch ein bisschen Wasser fahren können, oder? Okay, erstes Level hat er geschafft. Das zweite hat er auch geschafft, hier diese S-Klasse. Okay, dann gehen wir mal durchs nächste Level. Und... Wow, hat er sogar auch geschafft. Okay, jetzt gerade ist der Formel-1-Wagen gestorben. Und die S-Klasse ist auch weg. Oh mein Gott. Diese gepanzerte S-Klasse ist nicht weitergekommen als der Formel-1-Wagen. Wer hätte das denn gedacht? Okay, also bis jetzt sind die Autos am weitesten bis hier hingekommen. Ey, Leute, wir haben so viele Autos zur Auswahl. Ich weiß gar nicht, wo ich weitermachen soll. Komm, wir nehmen mal diesen Offroad-Truck hier mal. Schauen, wie weit der jetzt hier kommt. Ey, der wird es doch bestimmt weiterschaffen. Ich meine, der ist ja für das Gelände gemacht. Da muss der ja auch ein bisschen durch Wasser fahren können, oder? Also bis jetzt haben die Autos maximal nur die 30 Punkte erreicht. So, hier 20 Punkte... So, das müsste der jetzt ja aber noch machen, oder? Schafft er? Okay, der ist jetzt auch hier bei den 30 Punkten. Und oh mein Gott, ich muss hier mal ein bisschen langsamer machen. Aber er fährt sogar noch weiter. Oh mein Gott, dieser Offroad-Truck. Der Offroad-Truck schafft es bis jetzt am weitesten. Er hat es bis zu den 45 Punkten hier geschafft. Oh mein Gott, okay, jetzt wird es hier aber, glaube ich, schon richtig schwer. Jetzt wird es hier richtig steil. Mal gucken, ob er es da auch noch weiter schafft. Oh. Oh nein, jetzt ist vorbei, der Motor ist ausgefallen, nein, Leute. Aber immerhin haben wir einen neuen Rekordhalter und zwar dieser Offroad-Truck hier. Oh mein Gott, Leute, ich finde das richtig spannend, hier zu schauen, welches Auto weiterkommt. Wenn ihr das Ganze auch feiert, dann lasst jetzt mal ein Like und ein Abo da. Als nächstes würde ich sagen, testen wir mal hier diesen Rocket Voltic, weil der hat einen Düsenantrieb eingebaut, Leute. Ich glaube, wenn wir den an den richtigen Stellen verwenden, dann dürfte uns das Wasser nicht aufhalten, oder? So, und zwar, zack, wuh, let's go. Oh nein, wir fliegen ja viel zu weit, ey. Nein, 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 Leute, das wird natürlich hier nicht geltend gelassen. Der muss natürlich durchs Wasser fahren. Und durchs Wasser durchboosten. Boah, der hat auf jeden Fall einen dicken Vorteil, weil er dadurch nie lang unter Wasser ist. Oh, aber... Nein, nein, trotzdem, es ist jetzt hier Stopp, Leute. Nein, der Motor ist trotzdem kaputt gegangen. Trotz dem Düsenantrieb, Leute. Das darf doch nicht wahr sein. Er hat, glaube ich, auch nur die 30 Punkte geknackt. Okay, bis jetzt der absolute Rekordhalter war dieser Offroad-Truck. Testen wir jetzt hier mal einen Mercedes EQC, also so eine quasi so ein SUV, Elektro-SUV-Geländewagen von Mercedes. Mal gucken, ob der weiterkommt als der Offroad-Truck. Ich meine, der Wagen ist ja jetzt hier auch ein bisschen höher. Ist ja ein SUV, Leute. Sind ja eigentlich Geländewagen. Obwohl die ja eigentlich zu 99% nur in den Städten gefahren werden. Und Elektromotoren sind vielleicht auch weniger anfällig für Wasser. Ich weiß es nicht, Leute. Und okay, bis 30 hat er schon mal geschafft.
Nein, Leute, hier ist auch wieder Schluss. Ey, bis jetzt hat es wirklich der Offroad-Truck am weitesten geschafft. Nur er hat es bis zur 45 geschafft, Leute. Boah, aber ganz ehrlich, ich glaube, der Wagen hier, der kann es mit dem Offroad-Truck aufnehmen. Der ist ja voll hoch hier, Leute. Der hat ja so Riesenreifen. Das sind ja, keine Ahnung, irgendwie 30 Zoll Reifen oder so. So, komm mal schön hier nach vorne fahren. Mal schauen, Leute, ob der weiterkommt. Okay, wir testen es. Also, erstes Level natürlich gar kein Problem, Leute. Die 10 Punkte hat er schon mal. Nächstes Level, auch gar kein Ding für den King. Die 20 Punkte hat er schon mal. Okay, und Vollgas, Leute, Vollgas durch. Oh, hat er auch noch geschafft. Bei den 30 Punkten sind wir, aber das war gerade schon echt, das war gerade schon gefährlich tief am Motor. Mal gucken, ob er das nächste Level schafft. Und wird er es soweit wie der Offroad-Truck schaffen? Nein, der Motor ist wieder kaputt gegangen, Leute. Ey, das darf doch nicht wahr sein, Leute. Bis jetzt der Offroad-Truck mit Abstand der Beste. Okay, Leute, mir reicht's jetzt hier. Wir fahren jetzt hier mal die dickeren Geschütze auf. Wir nehmen jetzt hier einen AMG GT4-Türer, GT63S, aber keinen normalen, sondern hier so eine Offroad-Variante, Leute. Oder beziehungsweise, ich glaube, damit es noch spannender wird, wir nehmen nicht zuerst den, sondern zuerst den normalen GT4-Türer, den ich auch hier hingestellt habe, Leute. Weil dann wissen wir einmal, wie der normale abschneidet und wie die Offroad-Version abschneidet. So, zack, hier schön rein, Leute. Let's go. Oh, schön, schön, schön. Auch hier richtig schönes Interieur am Start hier. Kennt man ja von Mercedes. Und jetzt würde ich sagen, let's go. Also der Wagen ist auf jeden Fall richtig schnell. Der hat ja auch über 600 PS. So, 800 Newtonmeter oder sowas. Boah. Okay. Hat er schon mal geschafft. Wir sind bei den 30 Punkten. Nein! Und auch wieder der Motor kaputt, Leute. Wisst ihr was? Wir lassen ihn jetzt hier sogar mal stehen und gucken mal, ob der Offroad-AMG weiterkommt. Okay, Leute. Oh, der hat auf jeden Fall schon mal einen ganz bösen Sound. Also der Wagen ist ja viel höher. Die Reifen sind größer, der Wagen ist höher. Der müsste es ja eigentlich weiterschaffen. Würde mich sehr wundern. So, wir sind bei den 20 Punkten. Bis jetzt natürlich gar kein Problem gewesen. So, das war natürlich jetzt auch kein Problem. Jetzt sind wir bei den 30 Punkten. Jetzt sind wir bei dem Level, wo der normale AMG gescheitert ist. Und... wow! Er ist noch da! Er ist noch voll da, Leute! War zwar auch unter Wasser, aber eben nicht so lange, dass der Motor kaputt geht. Er ist noch voll da. Er ist jetzt mit dem Offroad-Truck das nächste Fahrzeug, was die 45 Punkte erreicht hat. Mal schauen, ob das Fahrzeug jetzt weiterkommt als der Offroad-Truck. Let's go, Offroad-AMG, let's go! Nein. Nein! Er hat es zwar durchgeschafft, Leute, aber der Motor ist kaputt. Ihr hört's, kein Motorsound mehr, Motorschaden. Wir kommen nicht weiter. Das heißt... bis jetzt auch hier mit dem Offroad-Truck 45 Punkte der Rekord hier bei dem Experiment. Freunde, als nächstes würde ich sagen, testen wir jetzt hier einen Pagani Huayra, meine Freunde. Der Wagen kostet 4,2 Millionen Dollar. Es gibt nur 40 Stück davon auf der Welt. Also sehr, sehr krasses Auto, meine Freunde. Ihr denkt euch jetzt vielleicht, ey, der wird niemals weit kommen. Der ist ja überhaupt nicht hoch. Aber Leute, der ist extrem schnell. Vielleicht können wir hier mit Geschwindigkeit was regeln. Wir testen es mal, Leute. So, erstes Level hier, kein Problem. Wir fahren hier mit einem 4,2 Millionen Dollar Auto durchs Wasser. Also das hier wirklich ganz ehrenlos, was hier abgeht, Leute. Diese Experimente nicht zu Hause nachmachen. Wenn euer Vater oder sowas ein Pagani hat, dann macht es bitte nicht nach mit dem Auto von eurem Vater. Und let's go. Hä? Leute, habt ihr gesehen? Der ist voll schwimmen gegangen. Aber der Motor läuft noch. Der Motor ist nicht kaputt gegangen. Der ist weiter als der normale AMG gekommen. Wer hätte das gedacht, Freunde? Wer hätte das gedacht? Der Motor läuft noch. Das heißt, der Pagani ist jetzt auch bei 45 Punkten. Ich hätte das nicht gedacht, Leute. Und mal schauen, Leute. Vielleicht wird er uns sogar auch nochmal hier überraschen. Let's go! Nein. Nein, Leute. Der Motor ist hier auch baden gegangen, im wahrsten Sinne des Wortes. Hier war dann doch auch Schluss, Leute. Sehr schade, aber trotzdem einfach eins der drei Autos, die am weitesten gekommen sind. Hätte ich nicht gedacht, Leute. Freunde, mir reicht es jetzt hier langsam. Es wird jetzt hier mal langsam Zeit, die dicken Geschütze aufzufahren. Und zwar, wir machen jetzt mal hier weiter. Wir kommen jetzt nämlich langsam zu den richtig großen, krassen Autos. Und ich glaube, die werden uns hier mal neue Rekorde einbringen. Als nächstes machen wir hier so mit einem Ford Bronco weiter. Aber kein normaler, sondern eben auch ein extra hochgesetzter, hochgetunter, Leute. So, der fährt hier natürlich ganz easy durch. Kein Ding für diesen Ford Bronco hier, Leute.
Und nächstes Level, let's go. Okay, das hat er natürlich auch wieder geschafft. Hier bei den 30 Punkten. Jetzt hier mal schauen, ob er das Level schafft. Hier scheitern ja viele. Hier unterscheidet sich zwischen normales Auto und Power-SUV. Aber hat er geschafft, Leute. Okay, und jetzt kommen wir zum Level, das bis jetzt noch kein Auto geschafft hat. Das 45er-Level hier. Wird der Ford Bronco der erste sein? 3, 2, 1 und Aufprall! Er rollt irgendwie noch. Er rollt irgendwie noch, aber ich höre keinen Motorsound. Nein, nein, Leute, das war nur noch das letzte Drehmoment von dem Motor, aber es geht hier nichts mehr. Der Motor ist ausgefallen. Ich habe es gewusst, weil ich schon keinen Sound mehr gehört habe. Das heißt, auch das 45er-Level hat wieder den Ford auseinandergenommen, Leute. Es hat bis jetzt noch kein Auto über dieses Level geschafft. Als nächstes machen wir weiter mit einem fetten Panzer hier, meine Freunde. Das ist irgendwie so ein komischer Panzer von der, keine Ahnung was, hier Los Santos-Armee. Kann er hier überhaupt einsteigen, Bruder? Findest du hier den Eingang? Ah, okay, sehr gut. Er hat es geschafft. Und er hat auch eine Kanone eingebaut. Kann man damit schießen? Kann man hier schießen? Ich weiß es nicht. Vielleicht auch die Kanone nicht geladen. Aber mal schauen, Leute. Also so ein Panzer muss ja auch irgendwie eigentlich ein bisschen geländetauglich sein. So, also bis jetzt. Ich glaube, der wird das machen. Ich glaube, der kommt relativ weit. Oh, jetzt kann er auch schießen. Sehr gut. Oh, okay, okay. Also bis jetzt ganz, ganz easy. Bam. Oh mein Gott, wie der da durchbrettert hier. Der brettert hier richtig durch. Okay, der hat hier irgendwie so ein paar Warnsignale gerade gemacht. Vielleicht doch ein bisschen zu tief das Wasser. Aber wir finden es raus. Okay, jetzt wieder das finale Level. Noch kein Fahrzeug ist weitergekommen. Und 3, 2, 1, let's go. Wir fahren los. Vollgas, 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 Leute. Vollgas. Nein. Ey, Bro, das darf doch nicht wahr sein. Auch hier von diesem Panzer ist der Motor wieder kaputt gegangen. Das darf doch nicht wahr sein, Leute. Oh mein Gott, dieses Level hat bis jetzt jedes Fahrzeug in die Knie gezwungen. Oh nein, Leute, hier hinten. Oh nein, oh Leute, was denn jetzt hier passiert? Hier ist irgendwie ein Feuer ausgebrochen. Einer der Zuschauer hat hier, glaube ich, irgendwie gerade einen Molotow-Cocktail draufgeworfen. Ey, wer von euch war das? Wer von euch Bummis? Oh nein, 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 Feuer ist auf der Versuchsfläche ausgebrochen. Oh, nein, nein, nein. Okay, Leute, es kann sein, dass wir gleich die ganzen Autos nochmal einmal neu besorgen müssen, aber alles gut. Ich wollte hier nämlich eh gerade noch ein kleines Bonus-Level machen. Und zwar, Leute, wisst ihr, was das hier ist? Das hier ist ein extra Schwimmpanzer. Ich will jetzt nämlich mal wissen, ob es überhaupt ein Fahrzeug mal ganz durchschafft, Leute. So, wir haben jetzt hier so einen Schwimmpanzer. Der muss, also, der ist ja eigentlich genau für sowas gemacht, ne? So. Zack, der dürfte ja eigentlich... Darf der bei so einem Ding hier nicht kaputt gehen, weil er ja auch schwimmen kann. So, easy, Leute. Okay, okay, okay. Level 45. Das ist das Level, was hier bis jetzt alle gebrochen hat. Und... Bam! Der brettert ja... Okay, der Wagen kann nicht kaputt gehen. Der Wagen kann natürlich nicht kaputt gehen durch Wasser, oder? Also bis jetzt zumindest... Doch, doch, er kann... nicht kaputt gehen. Also das wäre jetzt hier zum Beispiel mal das erste Fahrzeug, was es wirklich komplett bis zum Ende durchschafft. Aber es ist natürlich auch ein Schwimmfahrzeug. Wir wollen natürlich testen, welche normalen Fahrzeuge das auch schaffen. Oh nein, 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 Leute. Hier ist alles abgefackelt. Ich versuche hier noch was zu löschen. Oh, der Unimog hat ja überlebt, Leute. Okay, ich würde sagen, ich hole hier kurz die Autos neu. So, Freunde, wir kommen jetzt aber hier mal langsam in die Champions League. Jetzt sind hier nämlich nur noch krasse Fahrzeuge am Start, die, glaube ich, richtig weit kommen werden. Und wenn ich rauskomme, wer von euch das hier abgefackelt hat, ja, ihr Paul Berger, dann knallt sie aber richtig. Passt besser auf, Alter. So, okay, wir machen jetzt mal hier weiter. Wir machen einfach mal, oh, Leute, das interessiert mich auch. Eine Polizei G-Klasse 6x6, Leute. Ich glaube, die wird ziemlich weit kommen. So, wir machen hier sogar die Sirene an. G-Klasse 6x6, das ist ja hier sechsfache Geländepower, würde ich mal behaupten. So, das ist natürlich hier gar kein Ding. Okay, jetzt hier Level 20. So, das dürfte auch kein Ding werden. So, Level 30 müsste er aber eigentlich auch noch schaffen. Hat er auch noch geschafft. Aber Leute, ich glaube, guck mal, wie tief der gerade schon im Wasser war. Ich bin mir nicht sicher, hier das nächste Level, wo bis jetzt eigentlich fast alle gescheitert sind. Ich weiß nicht, ob er das schafft, Leute. Ich weiß es nicht. Weil er war gerade eben schon so tief im Wasser. Ich glaube eher, der wird hier nämlich baden gehen. Let's go, Leute, wir finden es raus. Ja, ich höre doch schon. Der rollt zwar noch ein bisschen. Der rollt zwar hier noch ein bisschen. Aber ich höre keinen Motor.
Ja, und er ist stehen geblieben. Der Motor ist wieder kaputt. Wieder ein voller Motorschaden. Sehr schade. Würde ich auch sagen, hat das Level nicht geschafft, weil das Level zählt nur als geschafft, wenn der Motor überlebt hat. Und damit ist die G-Klasse auch bei 45 Punkten raus, Leute. Die Frage ist, ob überhaupt ein normales Fahrzeug es bis zum Schluss schafft. Ich weiß es nicht. Bis jetzt hat es ja wirklich nur dieser Schwimmpanzer geschafft. Und der zählt ja eigentlich nicht wirklich, weil... Ja, das ist ja eigentlich wie, als würde man das mit einem Boot machen, so, ne? Das ist ja kein normales Fahrzeug. Aber okay, als nächstes testen wir auf jeden Fall hier so einen zukunftsfetten Cheap Truck, Leute. Der ist natürlich auch relativ hoch, hat große Reifen. Ist, glaube ich, auch ein Elektroauto, ich bin mir gar nicht genau sicher. Oh, komm. Ja, Level 30 hat er auch noch geschafft, aber das war auch schon wieder richtig tief, Leute. Also ich glaube, man braucht hier wirklich die ultra großen Autos, die das hier nur durchschaffen. Level 45... Level 45, Leute, let's go! Ja, oh mein Gott, er hat's geschafft! Er hat's geschafft! Okay, das ist das Auto, was es bis jetzt, abgesehen von dem Schwimmpanzer, am weitesten geschafft hat. Der Motor funktioniert noch und wir sind bei Level 55. Okay, aber ich glaube hier, also, das ist das finale Level. Nee, nee, oh mein Gott. Der Jeep ist gebrochen. Er rollt zwar hier noch ein bisschen mit der letzten Motorpower, ich höre keinen Motor mehr. Wird er es trotzdem noch bis ins Ziel schaffen? Hey, warte mal. Geht der noch? Läuft der jetzt doch wieder? Er hat es noch... Ah, nee. Oh mein Gott. Der Motor ist jetzt gerade kaputt gegangen, aber er hat es aus eigener Kraft sogar noch ins Ziel geschafft. Ja, ich würde sagen, es ist ein halber Sieg, ne? Also der Motor, er hat es zwar noch hier hochgeschafft bis zur Ziellinie, aber der Motor ist eigentlich kaputt gegangen bei der Tiefe. Ich würde sagen, voller Sieg zählt nur, wenn die Autos danach wirklich noch funktionieren. Und deswegen muss der hier an der Seite warten, nicht ganz hinten in der Ziellinie. Leute, ich glaube, als nächstes werden wir ein Gewinnerfahrzeug mal testen. Und zwar hier dieser Big Brat, Leute. Der Big Brat hat Reifen, die größer sind als man selbst. Und ja, Leute, also ich glaube... Wenn es ein Fahrzeug durch tiefes Wasser schafft, dann der Big Brat, Leute. Hier Level 20. Guck mal, Leute, ich glaube, wir können uns hier sogar... Schau mal, Alter, die Reifen sind gerade mal hier zur Hälfte im Wasser. Also ich glaube wirklich, wenn es ein Fahrzeug schafft, dann hier dieser Big Brat Level 30. Nicht mal jetzt kommt das Wasser überhaupt nur an den Motor dran. Und eine gewisse Zeit kann das Wasser herankommen, ohne dass was passiert. Okay, Level 45, also quasi das vorletzte Level. Oh... Bam! Hat er geschafft, Leute. Let's go! Level 55, das finale Level jetzt hier für den Big Brat. Gib alles, Vollgas. Er ist im Wasser, aber nur für kurze Zeit. Und der Motor funktioniert noch. Das ist das erste richtige Gewinnerfahrzeug. Let's go, Leute! Der Big Brat hat es geschafft und bekommt hier natürlich auch ein schönes Feuerwerk. Hat er sich auch verdient, Leute. Wird es noch ein Fahrzeug schaffen? Wir werden es rausfinden. Let's go! Ich würde sagen, als nächstes testen wir den OP-Truck, Leute. Ihr kennt ja alle den OP-Truck von anderen Experimenten. Extrem schnelles, zerstörendes Fahrzeug, Leute. Ist eigentlich in jedem Experiment übelst krass. Ist halt nicht besonders hoch. Kann sein, dass das Wasser den OP-Truck in die Knie zwingt. Aber ansonsten ist er halt wirklich echt bei jedem Experiment übelst krass drauf. Auch hier, der Wagen hat so viel Power, der ist so schwer. Der drückt sich hier einfach durch das Wasser durch, lässt sich hier gar nicht aufhalten. 30 Punkte hat er easy geschafft. Wir sind jetzt beim 45er Level, wo die meisten Fahrzeuge ihre Probleme haben. Mal gucken, hier mit dem OP-Truck mit Vollspeed durch. Aber der ist auch so geisteskrank schnell. Guck mal, der brettert hier einfach durch. Und der Motor ist noch da. Ich höre den Motor noch. Wir sind somit jetzt beim letzten Level. OP-Truck. Oh, ist hier ein bisschen gecrashed, hat sich ein bisschen überschlagen. Aber der Motor läuft sogar noch. Okay, der OP-Truck wie gewohnt, einfach OP. Bei jedem Experiment, also das Fahrzeug kann einfach jedes Experiment. Guck mal, allein wieder so ein Panzer zur Seite schiebt. Weg mit dir. Der OP-Truck ist einfach zu wild. Okay, und somit das zweite Fahrzeug, was es bis ins Ziel geschafft hat. Ich glaube, ihr merkt schon, das ist jetzt hier die Champions League, Leute. Das sind jetzt hier die großen Fahrzeuge. Die schaffen das dann auch eher mal bis ins Ziel. Als nächstes machen wir hier mit diesem Giga-Horse-Fight-Fahrzeug weiter. Ist hier eher für so Arena-Kämpfe gemacht, Leute. Um andere Fahrzeuge zu zerstören. Aber ist natürlich auch extrem groß.
vielleicht auch hier bei dem Experiment gut. Man muss natürlich sagen, ich glaube aber, er wird es nicht ganz schaffen, weil, Leute, ihr müsst euch mal anschauen, wie das Fahrzeug gebaut ist. Hat hier vorne diesen Motor ganz vorne und vorne geht der halt auch weiter runter, weil der eher dazu gemacht ist, um andere Fahrzeuge aufzuspießen. Aber hier ist das halt, glaube ich, nicht so gut, wenn der Motor so weit nach unten geht, Leute. Weil dadurch ist der Motor halt auch schneller im Wasser, okay? Die 30 hat er noch geschafft. Ich glaube aber persönlich bei der 45 jetzt hier ist Schluss, weil das ist jetzt hier wirklich schon ein fettes Level, wo viele Fahrzeuge nicht schaffen. Und doch, er hat es sogar geschafft. Oh mein Gott, hätte ich nicht gedacht. Giga Horse, finales Level hier für das Giga Horse, Leute. Ist einfach durchgefahren. Ist einfach durchgefahren. Krass, Leute, sehr krass. Und somit das dritte Fahrzeug, was es bis ins Ziel geschafft hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, hätte ich nicht erwartet. Jetzt kommen wir zu zwei Fahrzeugen, von denen ich sehr viel halte. Und zwar einmal ein Mars-Fahrzeug und ein Mercedes-Unimog. Wir machen einfach mal zuerst den Mercedes-Unimog, danach das Mars-Fahrzeug. Also Mercedes-Unimog, Leute, geisteskranker Klassiker. Seit Jahren für Geländeeinsätze einfach, würde ich sagen, das beste Fahrzeug. Wird auch vom Militär genutzt, Leute, auch sehr hoch. So, hier gar kein Problem. Also ich halte viel von dem Mercedes Unimog. Ich glaube, auch der wird es weit bringen. So, hier gar kein Problem. Oh, wir fliegen hier ein bisschen hoch. Das 30er Level. Das 30er Level. Aber überspringt er einfach, juckt ihn nicht hier. Okay, jetzt gehen wir weiter. Jetzt gehen wir hier weiter. Level 45. So, und jetzt müssen wir hier schön den Speed mitnehmen. Schön normal runterfahren. Und durchbrettern durch das Wasser. Boah, hat er geschafft. Hat er easy geschafft, Leute. Und jetzt hier das finale Level. Das finale Level, Leute. Geht der Motor noch? Das war gerade schon echt tief, aber... Leute, der Motor läuft noch! Der Motor läuft noch! Oh mein Gott, und somit ist der Unimog das vierte Fahrzeug, was es bis ins Ziel geschafft hat. Sehr, sehr crazy. Denkt ihr, das Marsmobil wird es auch schaffen, durch Wasser zu fahren? Natürlich auf dem Mars sehr, sehr gut. Gut für über Steine zu rollen. Aber auf dem Mars gibt es ja bekanntlich kein Wasser. Mal schauen, ob es auch gut für Wasser ist, Leute. Ist natürlich auch sehr hoch, auch mit den 6 Reifen. Hat's guten Grip, Leute. Bis jetzt hier gar kein Problem. Level 20. Auch gar kein Problem. Level 30. Auch gar kein Problem, der Motor läuft. Oh, der ist aber auch nicht schnell. Der fährt auch nur maximal 100 km/h. Könnte ein bisschen die Schwäche sein. Level 45, schwieriges Level hier. Mit Fullspeed durchbrettern. Okay, jetzt war er auf 200 km/h. Hat's geschafft, sehr gut. Und jetzt das finale Level, Level 55. Nochmal hier Fullspeed nehmen. Fullspeed. Läuft der Motor noch? Und der Motor läuft aber noch. Und somit ist das Mars-Fahrzeug das fünfte Fahrzeug, was es hier bis zum finalen Level geschafft hat, Leute. Sehr, sehr nice. Hat mir sehr gut gefallen, hier so Experimente zu machen, zu gucken, welches Fahrzeug am besten ist, Leute. Wer hätte das gedacht? Lasst ein Like und ein Abo da. Und bis dann, haut rein, Leute. Euer Crymax. Ich würde sagen, jeder darf seine eigene Technik machen. Ihr dürft schnell machen, langsam machen, whatever. Ich würde sagen, es beginnt. 3, 2, 1, let's go. Leute, ich mache ein bisschen die schnelle Taktik. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Erste Stufe, nächste Stufe. Aktuell läuft der Motor noch. Der Motor läuft noch. Oh, langsam wird's... Oh, oh. Hey, die Wellen, die Wellen. Okay. Nein, nein! Mein Motor läuft noch. Der Lambo, Lambo-Motor. Und mein Motor ist abgesoffen. Und hier ist der Lambo stehen geblieben. Wir steigen jetzt hier mal aus. Ey, Jungs, wo seid ihr denn? Alter, was ist denn hier los? Ich glaube, Armin ist abgesoffen. Ey, guck mal, wie weit hinten die anderen Bummis sind. Oh, Leute, guck mal, wie weit hinten die Bummis sind. Ich meine, wer ist als erster rausgeflogen? Ich bin ganz hinten, Jungs. Okay, Rustik sogar ganz hinten. Danach Amir, dann ich. Das heißt, ich krieg die meisten Punkte, Leute. Oder wisst ihr was? Wir machen es einfach so, dass der Gewinner immer den Punkt kriegt. Wir gehen wieder an Land und machen weiter mit dem nächsten Auto. Als nächstes machen wir hier weiter mit Formel-1-Autos. Und ganz ehrlich, Leute, ich glaube, so Formel-1-Autos kommen nicht so wirklich weit im Wasser. Ich würde sagen, Rustik, weil du der Schlechteste warst, wir machen immer nach der Reihenfolge, der Schlechteste darf zuerst. Ich nehme das Red Bull, weil Red Bull fährt Flügel und dann fliege ich bestimmt über die Welt. Ich nehme Falali. Das ist ein gutes Argument, Falali. Und ich nehme dann hier den, was ist das hier überhaupt für ein Auto? Auch Ferrari. Aber so neuerer. Aha, vielleicht der neuere wasserdicht oder so. Wie bei einem iPhone. Dann würde ich sagen, 3, 2, 1, Leute, let's go. 3, 2, 1, ich mach so, go. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, oh, oh mein Gott, ich glaube, mein Motor ist jetzt gleich schon. Oh, ey, ich bin schon so am Schwimmen. Ja, mein Motor ist kaputt. Mein Motor ist kaputt. Meiner geht noch, meiner geht noch. Hä?
Hä? Oh, jetzt Amir, du cheatest na. Doch, Digga. Wie weit jetzt bist du noch Motor gefahren? Arsch, Alter. Nein! Ah, ich bin tauchen ja. gegangen. Alter, Amir, der Ferrari Formel 1 Wagen ist voll weit gekommen. Rustig sogar ein kleines Stück weiter noch als ich. Dann ich, aber das bedeutet auch im Umkehrschluss, dass ich gleich aussuchen darf. Und das bedeutet, es steht 1-1-0. Also ein Punkt ich, ein Punkt Amir und null Punkte für Rustig. Wir gehen wieder an Land. Okay, Leute, weil ich jetzt gerade am schlechtesten war, darf ich mir das nächste Auto aussuchen. Ich würde sagen, wir haben ja einen, was ist das hier, ein M8 BMW? Oder nee, ein i8 oder was der? Da ist ein i8, dann haben wir ein M8 und so ein Mercedes-Konzeptauto. Boah, ich weiß gar nicht. Wisst ihr was, ich nehme das Mercedes-Auto. Ich nehme einfach mal das Mercedes-Auto und hoffe vielleicht, dass dieses Zukunfts-Mercedes-Auto vielleicht sogar wasserfest ist. Ach. So, seid ihr ready, Jungs? Ich bin ready. Dann let's go! Okay, Leute. Wir machen hier wieder mit Top Speed. Ich versuche hier möglichst weit zu kommen. Wow, wow, wow. Ey, Amir, hier ohne Schießen, Junge. Wow! Und nein, nein, nein. Obwohl, es fährt noch. Mein Motor geht noch. Der Motor geht auch noch. Lol. Nein! Nein! Digga, das, ey, das Auto ist übelst krass. Das kann unter Wasser fahren. Ich fahre noch. Mein Auto fährt auch noch. Meins fährt auch noch. Leute? Leute, euer Auto wird vom Wasser noch getragen. Was? Zu schwer. Alter, jetzt ist erst der Motor kaputt gegangen. Ich bin fast bis ins Ziel gekommen. Ey, ich kann immer noch fahren. Ey, das ist ja krank. Wie, das Elektroding fährt immer noch? Ja. Wo bist du denn, Russack? Ich bin gerade unter... Nein, nein, nein. Ja, yes, ja, ist ja runter. Alter, ja, warte, ey. Warte, nein. Ey, Leute, schaut mal, wie weit ich gekommen bin hier. Ich bin fast bis zum Schluss. Da vorne ist die Ziellinie. Seht ihr das? Alter, der war übelst krass, dieses Zukunftsauto. Ich sehe dich gerade nicht, aber ich würde sagen, wir treffen uns wieder am Start, Leute. Ja, aber Jungs, ihr wisst doch, was das bedeutet. Das bedeutet, ich kriege hier schon wieder einen Punkt. Und zwar 2-1-0 steht es aktuell. Das gibt's doch nicht. Ey, Leute, habt ihr das gerade gecheckt? Dieses Mercedes-Auto, das ist fast bis durchgekommen. Das konnte irgendwie voll unter Wasser fahren. Ich weiß nicht, warum. Ich hol das hier. Okay, Amir darf entscheiden, er entscheidet sich für das hier. Jetzt haben wir hier so DTM-Autos. Ich nehme das hier, weil das ist, ich sehe, hier kann ich wenigstens wasserfest sein. Ja, das dachte ich mir nämlich auch gerade, weil das Ding hier hat nicht mal ein Dach, das Auto. Das ist ein Cabrio, also ich erwarte jetzt irgendwie nicht viel davon. Aber gut, dann schauen wir mal, Leute. Ich liege ja immer noch vorne, ist okay. Dann würde ich sagen, 3, 2, 1, let's go. Ich mache jetzt hier mal ein bisschen langsam, lieber Leute. Ich mache jetzt hier mal, weil, ey, sobald hier Wasser in mein Cabrio kommt, ist es, glaube ich, schon gleich wieder vorbei. Oh, einfach warte mal, ich kann doch auch hier ein bisschen sabotieren, runter mit dir. Ich schieb die anderen einfach runter. Russack! Ey, er hat mich wegsabotiert. Ey, Max, was... Ich entscheide. Meiner fährt auch nicht mehr, aber ey, ich bin am weitesten gekommen. Oh, Max am weitesten gekommen. Alter, easy. 3-1-0, Russik, du hast noch keinen einzigen Punkt, Junge. Ey, du hast so sabotiert, ich wäre weitergekommen als easy, du. Easy, easy. Dritter Punkt für Papa Crimex. Ich würde sagen, wir machen weiter, Leute. Okay, meine Freunde, als nächstes kommen wir zu einem kleinen Bonus-Level. Und zwar Amir, Russik, ihr seht hier schon, wir haben diesmal alle drei die gleichen Autos. Und zwar ist das hier dieses Raketenauto, Leute. Der Max? Rocket Voltic, ja. Du hast doch eben gewonnen, oder? Ja. Handicap. Ey, Bro, hör doch auf zu sabotieren hier. Nur weil ich gerade gewonnen habe. So. Handicap für den Gewinner bei Bonusleveln. Ey, wie kann man denn so Augen machen? Ich hab auch noch einen Schuss, Ralf. Ey, wie kann man denn so Augen machen? Ist doch jetzt okay, Jungs. Aber wisst ihr was? Wer trotzdem gewinnen, Leute. Wir müssen hier nämlich den Düsenantrieb gut einsetzen. Ich weiß gar nicht, ob der auch unter Wasser funktioniert. Deswegen werde ich den besser einsetzen, bevor wir ins Wasser reingehen. Wow, let's go. Oh, 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 der Düsenantrieb. Er lädt's wieder auf, er lädt's wieder auf. Okay, nächstes Level. Es wird immer tiefer, es wird immer tiefer. Hier, Russik bei mir. Russik überholt mich. Russik, warum? Okay. Okay, Russik gerade kurz geflogen, ein bisschen bei mir. Und Düsenantrieb einsetzen. Noch weiter, noch weiter, noch weiter. Oh, oh, und mein Motor ist, glaube ich, kaputt. Ist der Motor kaputt? Nein. Ey, mein Motor ist schon wieder ganz hinten kaputt gegangen. Mein Motor ist kaputt. Ah, ey. Gewonnen? Ich hab wieder gewonnen. Was soll das eigentlich? Ey, Jungs, warum seid ihr denn so schlecht, ey? Ey, Digga, du hast doch irgendwas... Irgendwas hast du doch wieder getuned. Nein, Bro, ich hab einfach nur kurz bevor das Wasser an den Motor rankommt, habe ich nochmal die Düse aktiviert. Deswegen bin ich nochmal weiter geflogen. Das bedeutet einfach 4-1-0. Ey, ich zieh die anderen ja komplett ab hier. Ihr seid ja komplett schlecht, ey. So, obwohl die mich sogar noch sabotiert haben. Aber ich würde sagen, wir machen weiter mit dem nächsten Fahrzeug. Können die anderen mich überhaupt noch einholen? Ich weiß es gar nicht. Das ist hier wieder ganz easy money für mich. So, wer von euch beiden Schmalspuren war diesmal wieder letzter? Ja, wer wohl? Amir natürlich. Amir. Boah, aber jetzt auch interessant. Jetzt kommen wir zu den Geländewagen. Sehr, sehr interessant. G-Klasse, Land Rover, Range Rover, Velar oder ein Audi Q8.
Oh, Amir entscheidet sich hier, glaube ich, schon für die G-Klasse, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich sehe den Audi. Okay, nice. Ich hätte, glaube ich, auch so den Range Rover genommen, weil Range Rover ist ja immer noch so ein bisschen Gelände und so. Ihr wisst Bescheid. Aber dann schauen wir mal. Ich glaube, die besten Voraussetzungen hat tatsächlich Amir. Wenn ich mich entscheiden könnte, hätte ich auch die G-Klasse genommen. Okay, Jungs, seid ihr bereit? Ach, ich gehe auch schon los, Digga. Okay, komm, wir fahren auch mal. Komm, Rangy. Hey, hör auf, ich sabotieren, Rustag. Rangy, komm, Rangy, zeig mal Rangy Power. Rangy Power. Boah, Amir, Alter, mit der G-Klasse trotzt der hier komplett im Wasser. Und Rangy Power, was? Oh, es wird langsam schlechter. Rangy Power, er fährt noch. Ey. Und mein Motor ist kaputt. Oh nein, Russi kommt, Russi kommt. Russi kommt. Nein, Russi hat mich überholt. Alter. Wow. Ey. Oh, ich bin krass. Ich bin hängen geblieben. Aber dein Motor ist bestimmt kaputt. Ey, krass, Leute, guckt euch das einfach mal an. Hier, Russik im Audi RS Q8, ich hier im Land Rover Villa und oder Range Rover Villa. Und da hinten haben wir mit der G-Klasse voll schlecht. Hä? Die G-Klasse war scheiße halt. Nein, ihr habt ganz Glück bei den Wellen. Bei mir kommen die dicken Wellen und bei euch gar nichts. Ja. Ja, ja. Genau, Amir. Bei dir sind andere Wellen als bei mir. Ist okay, ja, ist klar. Ja, schade, wie schlecht du einfach bist. Das bedeutet, mittlerweile steht 4-1-1, Leute. Dann machen wir weiter mit dem nächsten Fahrzeug. Okay, Leute, als nächstes wird es auch wieder sehr interessant. Und zwar haben wir jetzt hier einen Lamborghini Urus, auch SUV, aber so sportlicher SUV. Dann haben wir einen BMW X6 und einen, ich glaube, einen C63 ist das. Also, der ist, glaube ich, noch am allerschlechtesten. Ich nehme mal an, dass ich den C63 nehmen muss. Ich hab doch gewonnen, ihr dürft vor mir wählen. Ach stimmt, warte mal, Russik ist ja weitergekommen. Okay, ich nehme den X6 BMW. Alter, AMG-Power, ich zeig euch jetzt AMG-Power. Ja, weil es halt das niedrigste Auto, da wird das Wasser zuerst am Motor sein, weil es am niedrigsten ist. Und egal, Amir, warum hast du dich hier für den Urus entschieden? Weil ich keine Schmalspur bin. Okay, gut, dann würde ich sagen, Jungs, 3, 2, 1, let's go. AMG-Power. Okay, Leute, BMW X6 hier, gar kein Problem. AMG-Power, AMG-Power. Hier durchs Wasser. Okay, Russi gibt hier direkt Vollgas, er macht die Fullgas-Taktik. Ey, ich bin jetzt immer noch nicht, ist meine Motorhaube unter Wasser. Also der X6 ist schon gut, weil er sehr hoch ist. Okay, jetzt langsam wird's tief. Es wird grenzwertig und er fährt noch und Motor ist kaputt. Mein Motor ist jetzt gerade kaputt gegangen. Oh mein Gott, mein Auto. Was? Was, der Urus? Alter. No. Ja, aber Russik schubst mich an. Nein, ich bin richtig stehen geblieben. Ich hab nicht gesehen, dass der Urus da ist. Hä? Ey, Leute, seht ihr das? Man sieht's gerade voll schlecht. Hä, ich war der Schlechteste. Also, erstmal Chichi an Amir, strong mit dem Urus. Der Tulus hat hier wieder geregelt. Aber bei Russik, das hätte ich gar nicht gedacht. Hä, Russik, bist du nicht schon weiter hinten stehen geblieben gerade? Nein, das Ding ist, ich war so schnell, ich war so schnell unterwegs, dass das Auto weitergerollt ist, dann ist dein Motor kaputt gegangen und ich konnte rollen, aber dann... Okay, also ja, Leute, ihr seht, wenn ihr mal unter Wasser fahren müsst, ein Lamborghini Urus, sehr, sehr gutes Auto hierfür. Das bedeutet, es steht, Armin hat jetzt 2 Punkte, 4, oder? 4-2-1. 4-2-1, aber ich bin immer noch gut weit vorne. Aber ich würde sagen, wir gehen wieder vor, machen mit dem nächsten Auto weiter, Leute. Okay, Leute, jetzt kommen wir als nächstes zu Spezialfahrzeugen und ich darf diesmal zuerst mir was aussuchen. Wir haben hier einmal einen LKW, meine Freunde, hier extra mit dieser Schneeschaufel, nenne ich das jetzt mal hier vorne dran. Ist auch relativ hoch gelegen, der Motor, hat man, glaube ich, gute Chancen. Was ist das hier für ein Gerät? Ich glaube, hier ist halt die Frage, man sitzt hier relativ weit oben, aber bedeutet das auch, dass der Motor weit oben ist? Ich weiß es nicht hier. Und dann haben wir hier noch einen normalen LKW, den schätze ich persönlich sogar am schlechtesten ein. Boah, wisst ihr was, Leute? Ich werde hier das verrückte Fahrzeug nehmen. Ich entscheide mich hier für Ey, Dora. Jungs, ich nehme den LKW, damit ich euch gleich runterschubse. Ey, ohne sabotieren, Junge. Ja, wieso habe ich da nur vorne so ein fettes Ding dran, ey? Oh mein Gott. Ich bin jetzt mal wirklich gespannt hier. Ey, hör auf. Ja. Auf mich wegzuschubsen. Jungs, ihr werdet gleich fliegen. Dann 3, 2, 1. Nee, ich fahr nicht vor. Fahr du mal lieber vor. Ich fahr nicht vor. Jungs, fahrt doch mal ein bisschen. Ich fahr mal ein bisschen. Okay, let's go. Ey, er will mich... Ey, Bro! Oh nein, er will mich runterschieben. Achtung, ey, er wird gleich so Ami wegfetzen. Wie, hast du ihn gerade runtergeschubst oder was? Ich hab's geschafft an die Finishlinie. Was, bist du bis ins Ziel gekommen? Ja. Okay, das ist sehr, sehr krass. Wir gucken mal, ob ich auch schaffe. Ich hab dabei Ami weggeschubst. Und Ami ist runtergeflogen, das heißt, Ami schon mal disqualifiziert. Ich mach jetzt hier, aber warte mal. Ich bin disqualifiziert dafür, alles klar. Wenn Sabotage erlaubt ist, schieß mal Raketenwerfer auf die Schiffe. Nein, ey, jetzt übertreibt man nicht, Alter. Oha, er warte, wir wollen mal gucken, wie weit. Ey! Hä? Ey, das Boot hier ist in mich reingerast. Amir! Warte, ey, mein Motor geht noch. Chill, Digga. Mein Motor geht noch. Ich glaube wirklich, sobald ich hier nicht unter Wasser bin, geht das. Lol, Leute! Wow. Guck mal!
Guck mal, ich hab's auch bis ins Ziel geschafft. Ich auch, was oh jetzt? Mein Gott. Ich war erst im Ziel, ich war erst Nein, im Ziel. Nein, das bedeutet... Der Punkt geht an mich. Gut, Russik, dann geht der Punkt halt an dich, wenn wir daraus jetzt auch noch so ein... Okay, wisst ihr was, dann lass uns sogar noch ein Racing machen. Wenn es beide Fahrzeuge schaffen, dann kriegt der zuerst da ist. Okay, das bedeutet, es steht 4-2-2. Na, ich bin immer noch gut vorne. Dann würde ich sagen, Leute, weiter mit dem nächsten Fahrzeug. Boah, Leute, als nächstes kommen wir zu Panz. Ich habe verloren, das heißt, ich darf aussuchen. Ja, ist ja okay, aber ich wollte doch nur sagen, dass wir jetzt nichts zu den Panzern kommen. Warte mal, Russik, ich darf das zweite Auto... Nein, ich will das haben. Russik, du wolltest gerade unbedingt den Punkt haben. Ich nehme das am viel. Hey, Armin, du bist auch doof. Warum nimmst du nicht das hier? Das ist doch hier so ein Halbwasserpanzer. Nein, er hat den Wasserpanzer einfach. Das ich verstehe gar nicht um Gewinn. Vielleicht geht es um Rache an Russik. Oh nein. Oh, darf man damit auch schießen jetzt, oder was? Ja, natürlich, wenn er rammt, darf ich auch schießen. Wozu hab ich das denn? Okay. Dann, wisst ihr was, Leute? 3, 2... Oh mein Gott, er schießt wirklich. 3, 2, 1, let's go! Oh mein Gott, er hat Russik in die Luft gejagt. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh nein, er darf mich nicht treffen, Leute. Ich hab hier so einen Halbwasser, Halb-Amphibienpanzer. Oh mein Gott, er schießt auf mich. Oh nein, 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 nein. Komm. Wir müssen es bis ins Ziel schaffen. Ey, Leute, das Ding kann schwimmen einfach. Wow, ich hab's geschafft. Der Punkt geht an mich. Mein Panzer ist abgesoffen. Oh mein, ey, das Krasse war, das wusste ich selbst gar nicht. Dieser Wasserpanzer, den ich hab, der schwimmt einfach. Der ist kein einziges Mal runtergegangen sogar. Ja, nee, das ist halt der Wasserpanzer. Das hättet ihr ja auch nehmen können. Egal, Hauptsache Russik abgeschossen. Alter, okay, das bedeutet, es steht 5-2-2, glaube ich, oder? 5-2-2 für den King, Leute, für den GTA-OG. Weiter geht's mit dem nächsten Fahrzeug. Boah, Leute, als nächstes hier nochmal ein kleines Bonus-Level. Und zwar haben wir solche Spezial... Russik, schießt auf mich! Ich darf als erstes Auto auswählen. Ich nehme nicht das Auto, wo du davor Platten geschossen hast. Ist mir doch egal. Ich darf als erstes auswählen. Nein, ist mir egal. Du hast Platten geschossen. Ja, okay, er schießt mir auch Platten. Ja, ist doch gut, Jungs, ist doch gut. Komm, geht in eure Fahrzeuge rein. Und zwar jetzt, meine Freunde, wir haben nochmal alle das gleiche Fahrzeug. Und jetzt schauen wir mal, wer hier durch sein fahrerisches Können am weitesten kommt. Okay, dann würde ich sagen, Jungs, kommt mal alle mit hier. Oh, oh, meine Reifen sind alle geplatzt. Meine Reifen sind alle geplatzt. Okay, die Jungs waren hier relativ schnell. Der fährt übelst. Oh mein Gott, ich schiffte rum, weil ich platte Reifen habe. Wow. Oh, ich darf hier nicht von der Rampe runter. Hey, Russland, Wow, die haben es alle geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Was? Hä? Ey, das ist ja ein Spezialwasserfahrzeug. Warte mal, wer ist hier noch in seinem Auto drin? Wer ist der hier auf dem... Amir war meiner Meinung nach am... Ah, nee, das Russik hier. Ja. Ich war erst. Russik war meiner Meinung nach der Erste. Ja, aber deine Meinung zählt gerade nicht als Letzter. Ey, was ist mit dir? Hä? Ich war Erster. Also ich finde auch, dass Russik Erster da war. Ey, Max, du bist so ein 31er. Nee, Bro, ist mir doch egal, ihr habt gleich viele Punkte, aber er war Erster. Ja! Also das finde ich wirklich sehr schade. Von mir aus nehmen beide einen Punkt, das ist mir egal. Ah, okay, beide. Dann beide, dann 5-3-3, damit kann ich auch leben, Leute. Ach, ich habe immer noch 2 Punkte Vorsprung. Weiter geht's mit dem nächsten Fahrzeug. Okay, meine Freunde, es geht weiter. Dadurch, dass ich ja jetzt Letzter war, darf ich jetzt ja wieder aussuchen. Nein. Ja doch, ihr habt doch gerade beide die Punkte bekommen. Ich nehme hier diesen fetten Kipplaster. Leute, der Kipplaster, der ist so groß, der kann niemals unter Wasser sein. Das ist ein safer Punkt eigentlich. Aber vielleicht kippt der Kipplaster. Aha, das glaube ich nicht, dass ihr einen Kipplaster zum Kippen bringen könnt. Aber ich würde sagen, Jungs... Nein, nehme ich hinten drauf, ich komme Nee. Ich würde sagen, wir gucken mal, welches Auto jetzt hier wieder am weitesten kommt. Ey, Leute, guck mal, mich juckt das ja gar nicht. Ich war einfach vor dir, weil du bist so groß, du schiebst mich einfach mit nach vorne an. Boah, was sie hier machen wollen. Okay, ich hoffe, dass sie einfach mal davor absaufen. Nein. Okay, wir geben ja auch Folge. Ey, also mit dem Kipplaster. Hör auf, mich immer zu sabotieren! Nein! Haha, Russik raus! Der Kipplaster, schau mal, ich bin jetzt ist nicht mal meine Fahrerkabine im Wasser. Oh mein Gott, das ist zu easy. Ey, mein Auto ist am Schwimmen noch ein bisschen. Ja, komm, sauf ab, Amir. Nein! Amir abgesoffen und Papa Crimex, nächster Punkt! 6-3-3 steht's. Let's go! Too easy! Das ja, Jungs, ihr seid doch zu einfach. Ja, auf jeden Fall doppelt so viele Punkte. Das ist unfair, du nimmst immer extra, du lässt uns da Punkte holen, wo die Fahrzeuge alle gleich sind. Und dann, ja, natürlich mache ich ein bisschen meine Taktik, aber ey Jungs, ihr könnt doch
noch aufholen, wenn ihr zusammenlegt eure Punkte. Denn als nächstes kommen wir nochmal zu den Motorrädern. Schauen wir mal, welches Motorrad am wenigsten oder am weitesten im Wasser kommt. Sagen wir es mal so. Let's go, Leute. So, ihr Schmalspurer. Wer war? Okay. Steigt ein. Okay, Russik, du warst gerade letzter. Ja. Das bedeutet, du darfst dir ein Fahrzeug aussuchen und ich sehe schon, du hast dich hier für das Badpod entschieden, für das Badmobil-Motorrad. Dann gibt es hier noch einmal so ein normales Motorrad und was ist das hier? Irgendwie so ein BMW-Motorrad. Boah, ey, zum Glück, ich wollte auch das. Oh. Oha! Ach du Scheiße, Russik, bist du schlecht. Er sagt, ey, weißt du was, Russik? Ich will auch wissen, weit das Batmobil kommt. Hol dir nochmal ein neues Batmobil. Aber dafür darfst du jetzt nicht schießen. Als deine Strafe. Er kriegt einen Punkt, wenn er gewinnt. Nein, von mir aus soll er einen Punkt kriegen. Nein. Aber du darfst jetzt nicht mehr schießen als Strafe. Okay, das Gute ist, Amir hat das andere Motorrad genommen, weil das hier ist so ein bisschen Offroad-Motocross. Ich glaube, das kommt sogar weiter. Jungs, ich würde mal sagen, lass jetzt mal nicht schnell machen. Lass jetzt mal alle auf einer Höhe fahren, damit wir einfach mal wirklich rausfinden, welches Motorrad am meisten Wasser aushält. Ohne jetzt mega schnell machen, okay? Okay, let's go. Dann 3, 2, 1, let's go. Okay, first level, kein Problem. Nächstes Level. Amir? Ja, ich musste aussteigen, weil mein Wasser zu viel war. Aber ich kann immer wieder raussteigen. Oh, nächstes Level. Mit dem BMW-Moped. Jungs, was ist denn bei euch da hinten los? Alles gut noch. Bei mir geht der Motor noch voll. Oh nein, nein, ich bin stehen geblieben, ist mein Motor auch kaputt gegangen? Ich wette, ich wäre noch weitergekommen, wenn ich einfach durchgefahren wäre. Ja, Jungs, das war wieder nichts da hinten. Amir, wie kann dein Motorrad so schnell kaputt gehen? Was machst du denn, Alter? Ja, was denn? Was kann ich dafür? Ach, ey. Hättest du das Motorrad, dann wärst du auch da abgekackt. Also, Leute, die beiden können ihre Punkte zusammenlegen. Trotzdem habe ich noch gewonnen. 7-3-3 steht's. Ja. So, wir machen jetzt nämlich erstmal wieder ein Random Vehicle Battle. Jeder spawnt ein Fahrzeug. Der Gewinner darf dann entscheiden, welches er aussuchen möchte, okay? Dann würde ich sagen, ja. Nein, ich wollte voll was Cooles spawnen. Ja, ist an sich nicht schlecht. Komm, jetzt irgendeinen fetten Truck. 3, 2, 1, let's... Nein, ein Porsche. Okay, Leute, so ein GTA Porsche gegen so ein GTA komisches Tuning Muscle Car. Wir werden rausfinden, wir fahren hier gleichzeitig. Wer kommt weiter in das Wasser rein, beziehungsweise tiefer? 3, 2, 1, let's go, Amir. Okay, Leute, der Porsche ist schon mal schneller. Wir sind auf. Oh, Leute, ich hoffe, der kommt auch weiter, weil der ist tiefer. Ihr seht hier links die Nummerierung, Leute, das ist die Meteranzahl. Oh nein, nein, ich fange jetzt schon an zu schwimmen. Ich bin bei 30 Meter. Nein, 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 nein. Und mein Motor ist kaputt. Ich bin abgesoffen. Ja, aber du bist... Aber der rollt durch. Ey, du bist deutlich weiter als ich gekommen. Bei welcher Meteranzahl bist du denn? Nur bei 50. Oh, ja. Was? So bei 52 hier. Alter, er ist hinter die 50 gekommen. Insgesamt geht's bis 60 Meter. Wir sind hier gerade mal bei 32 oder so. Das heißt, Leute, der erste Punkt geht an Armin und er darf das erste Fahrzeug entscheiden. Ey, Leute, das hätte ich echt nicht gedacht, dass der Porsche schlechter abschneidet als dieses Muscle Car. Armin nimmt hier die A-Klasse. Ich hätte auch gern die A-Klasse genommen, weil, Leute, ich glaube, bei dieser Challenge ist es nicht gerade gut, Sportwagen zu haben. Irgendwie, ich glaube, hier ist es besser, wenn man so höhere Fahrzeuge nimmt. Ah, vielleicht kann ich ja mit der Geschwindigkeit ein bisschen was gut machen, weil wir haben hier einen fetten Ferrari. Ich würde sagen, wir werden es jetzt wieder gleichzeitig rausfinden. 3, 2, 1, let's go. A45 Oha, AMG. Er macht Frühstart. Ist doch schon... Amir denkt auch, dass es hier ein Rennen. A45 AMG gegen Ferrari 488 Pista. Let's go! Oh nein. Und let's go! Nein, ich fange jetzt schon an zu treiben auf dem Wasser. Nein, nein. Nein, und mein Motor ist kaputt. Und ich bin gerade mal bis Level 28 gekommen. Und ihr seht der zweite Punkt. Ey, was ist denn heute schon wieder los, Leute? 2-0 für Amir. Ey, Max, ich hab dir gesagt, das macht Brech, dass du mich herausforderst, weil ich einfach besser bin als du. Ja, komm, wir machen weiter. Ja, Leute, bis jetzt lief es ja irgendwie noch nicht so gut für uns, aber wer weiß, was jetzt kommt. Wir machen jetzt nämlich weiter mit dem nächsten Level. Und zwar hier diese Polizeiautos. Ja, also und zwar einmal ein Polizei AMG GTR gegen ein Polizei Lambo. Aber wir lassen wieder das Random Vehicle Battle entscheiden, wer ein Fahrzeug aussuchen darf. Und zwar Armin, jetzt pass auf, du spawnst einfach meins und ich spawn deins auf knackig. Komm, jetzt hoffentlich ein Sportwagen. Jetzt hoffentlich ein Sportwagen. Oh nein. Lambo. 3, 2, 1, let's go. Oh. Let's go. Ich hätte auch diesen Polizei-Super-Lambo gegeben, der übel schnell ist. Probier mal aus, guck mal, wie schnell der ist. Warte mal. Wow. Leute, der ist ja echt übel schnell. Schaut euch mal hier auch die Sirene an. Nein. So, Armin, dann viel Spaß mit deinem kleinen Spielzeugauto. 3, 2, 1, let's go. Ey, ich komme die Rampe gar nicht runter. Ich Beyblade gerade. Oh mein Gott, Leute, wir sind bei 320 km. Hui. Oh mein Gott. Leute,
Ich bin ganz durchgekommen. Ich meine, der Motor ist zwar jetzt kaputt, ich kann gerade kein Gas mehr geben. Der Motor ist durchs Wasser kaputt gegangen. Aber der Lambo war so schnell, dieser Polizeilambo. Ich bin einfach durchs ganze Wasser durchgesurft gerade. Ey, Leute, schau mal, da hinten ist Schmalspur Amir mit... Oh, wie weit bist du gekommen? Bis Level 5 oder so? 18. Bis Level 8? Okay, ganz schön schlecht. Bis Level 8. Ja, da fing das Wasser auch erst an, richtig. Ach so, ja, perfekt, Digga. Das heißt, der Punkt geht ganz klar an mich und ich darf das nächste Fahrzeug entscheiden. So, Amir, so schnell kann das Platz sich wenden. Du hast nur Glück gehabt, weil du mein Auto bekommen hast. Warte mal. Warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken, welcher Wagen... Ey, hör auf, dich für irgendein Auto hier schon mal zu entscheiden. Entschuldigung. Ja gut, dann hol ich den Lambo. Nee, ich nehme den Lambo. Ja, sehr gut. Ja, okay, alles klar. Hä, warum macht Amir so, als würde er das so gut finden? Leute, ich weiß nicht, also der AMG ist vielleicht ein bisschen höher, Leute. Aber Lambo-Power. Leute, ich setze einfach auf die Lambo-Power. Wir machen die Sirene an. Mach auch deine Sirene an, Amir. Jetzt testen wir, welches von den aufgetunten Polizeiautos besser ist, um im Wasser zu fahren. 3, 2, 1, let's go! Oh shit. Ich bin mal gespannt. Leute, komm, Lambo Power. Die Lambo war gerade eben sehr gut. Jetzt hoffentlich auch wieder. Oh nein. Nein, der Lambo hier ist scheiße. Nein. Amir, stopp. Nein! Nein, er ist ein kleines Stück weiter als ich. Warte mal, wo bin ich? Ich hab dir doch gesagt. Bei 32 und er so bei 33 oder so. Ich hab dir doch gesagt, du bist so ein kleiner Loser. Okay, es steht 3-1 für Amir, Leute. Wir gehen wieder hoch auf die Rampe. So, Amir, ja, okay, hast ein bisschen Glück gehabt. 3-1 für dich. Den hol ich mir jetzt gleich hier. Ja, okay. Amir sagt schon, er will hier den G-Klasse 6x6 haben. Sieht für mich auch ein bisschen besser aus, um im Wasser zu fahren. Aber Amir, es gibt erstmal ein Random Vehicle Battle. Du darfst jetzt noch gar nicht entscheiden. So, und jetzt pass auf. Jeder spawnt zwei Fahrzeuge und darf sich davon eins aussuchen. Ja, oh nein, Motorrad nehme ich schon mal nicht, Leute. Oh, der Wasteland, der ist, glaube ich, ziemlich... Was hat Amir denn da? Oh nein, ich habe so einen Bohrer. Und er hat den riesen Bohrer und so ein Bummi-Auto. Ey, weißt du was? Ist halt die Frage, ne? Ich probiere einfach mal auch Spaß den Bohrer aus. Das Ding ist, Leute, ich wollte gerade Amir ein bisschen auslachen, um ihn zu pranken, aber ich habe den Bohrer auch mal bei Russack genommen, der war gar nicht mal so schlecht. Aber ich glaube, ich poker trotzdem mal drauf, dass der Wastelander hier besser ist, weil ich so hoch sitze, also bis das Wasser an den Motor allein kommt, ich bin schneller auch als Amir. Ich bin mal gespannt, ich glaube, das sollte ein Punkt für mich werden. Amir, komm auf die Rampe. So, jetzt Leute, der Bohrer gegen diesen Abschleppwagen. 3, 2, 1, let's go! So, okay, ich bin auf jeden Fall schon mal schneller als Amir. Muss natürlich auch so sein. Oha, bis zu 200 km/h. Und jetzt drück aufs Gas, hör die 500 PS. Oh, Level 50, Level 60. Und, oh mein Gott, ich hab's ganz durchgeschafft. Aber, Max? Oh. Ich nur, du! Nein! Ah! Nein! Oh mein Gott, und jetzt ist dein Motor kaputt gegangen. Nein! Amir, ich glaube, du musst wieder zurück ins Wasser. Oh mein, aber knappes Ding. Krass, wie weit der Bohrer gekommen ist. Also auch quasi bis Level 60, also 60 Meter. Aber ich habe es halt eben bis in die Ziellinie geschafft, Leute. Und das gibt halt eben nochmal mehr Punkte. Das bedeutet, es steht 3-2, Leute. Aber Amir ist immer noch vorne. Das müssen wir ändern. Ab auf die Rampe. So, Amir, ich will ja nicht so sein. Du wolltest ja gerade unbedingt die G-Klasse. Dann nimm sie nicht, weil ich will sie haben. Oh mein Gott, er denkt auch, er kriegt hier was von mir geschenkt, obwohl er gerade sogar noch vorne liegt. Aber wobei... Max, ich hab vielleicht auch ein kleines Geschenk für dich, Diggi. Ja? Check mal das aus, gibt dir was. Hä, wie? Und zwar deine Kappe auf dem Boden, so! Alter, okay, dafür werde ich dir jetzt hier deine Führung wegnehmen. Ja, das haben wir hier in dem gepanzerten Obwohl, oh nein. Leute, ist das dieser getunte? Oh nein, okay, Leute, wir finden's raus. Let's go, komm. Shit, Mann, der ist richtig schnell. Oh mein Gott, der ist richtig schnell, dieser Panzerwagen. Ich hoffe trotzdem, dass sein Motor irgendwie kaputt geht, Leute, weil mein Wagen ist höher. Oh nein, 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 bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Oh, wuppa! Was? Und der fährt sogar noch. Lol, er ist da. Leute, ich hätte mich sogar entscheiden können und ich bin hier. Die G-Klasse 6x6 ist hier bei 52 Metern oder so untergegangen. Oh nein, Leute. What? Ich hätte echt nicht gedacht, dass das dritte Auto ist, was es bis in die Ziellinie schafft. Aber das bedeutet, Leute, es steht 4-2 für Amir. So, Mr. Amir. Was geht, du Kappenloser? Als nächstes, pass auf. Wir machen jetzt als nächstes, jeder spawnt drei Fahrzeuge und man darf das größere nehmen. Oder niemand, man muss das größere nehmen. Eins. Oh, zwei. Drei. Und. Oh, Oh nein. Oh, warte mal.
Nein, das ist nicht größer. Du musst diesen G... Oh, du musst diesen Postwagen holen, der ist super langsam. Ja, warte mal. Nee, das Ding hier ist viel größer. Nein, wegen der Antenne. Das Flughafending hier, und also auch vom Gesamtvolumen hier, von der Größe. Ja, okay. Ja gut, dann kümmere ich gerade um die anderen hier und dann fangen wir gleich direkt an. So, ich gehe hier schon mal vor, Leute. Wir haben hier so ein Flughafending. Das könnte aber krass sein, weil Leute, dieses Ding, das zieht große Passagierflugzeuge. Armin hat hier so einen Lieferwagen. Mal gucken, welcher Wagen besser dafür ist. Also ich glaube, meiner ist auf jeden Fall höher, allein schon von den Reifen. Leute werden es jetzt rausfinden. Let's go. Armins Wagen ist ein bisschen schneller. So, mal gucken, welches Auto hier weiterkommt. So, wir fahren. Nein, meine Fracht ist voller Wasser. Oh. Nein. Tschüss, Armin. Oh, warte. Fährt. Ich glaube, meiner fährt sogar noch. Oh, nein, jetzt ist der Motor kaputt. Aber bis hierhin bin ich gekommen. Oh mein Gott, was? Oh mein Gott. Was? Ey, ich hätte niemals gedacht, dass dein Lieferwagen so weit kommt. Oh, krass. Digga, du bist so, ey, das aber ist trotzdem unfair, dass bin ich etwas weiter. Und das Digga bedeutet, es steht 4-3. Aber, oh, Armin ist immer noch vorne, Leute. Aber wir dürfen das nächste Fahrzeug entscheiden. Auf die Rampe, Leute. So, und jetzt kommen wir hier als nächstes. Ey, das ist jetzt hier aber, finde ich, ich finde es eine schwierige Entscheidung. Wir haben hier nämlich einmal diesen Cadillac. Aber nicht irgendein Cadillac, sondern das ist das Auto vom Präsidenten, ja, diesen Beast. Dieses Beast-Auto. Der andere ist größer, hol den ruhig, alles gut. Ey, Armin, warte mal, ey, lass mal deine Schwurzfinger davon weg, ich darf mich hier noch entscheiden. Und hier haben wir aber ein größeres Fahrzeug, also es liegt höher. Boah, ich bin echt... Guck mal, wie gut das Wasser gemacht ist, guck mal hier, die Reifen voll hoch, der Sitz viel höher und Motor ist viel höher. Ich nehme das Präsidentenauto. Ich glaube echt, das Präsidentenauto ist besser. Leute, das ist für Präsidenten gemacht. Das muss irgendwas Besonderes können, Leute. So. Okay, Armin. Dann würde ich sagen, Präsidentenauto gegen Militärfahrzeug. 3, 2, 1, let's go! Leute, ich bin jetzt echt mal gespannt. Okay, also ich habe auf jeden Fall hier schon mal den Geschwindigkeitsvorteil. Aber ganz minimal. Oh, der Pace gut. Er fährt gut. Oh, ja, der Pace gut? Nein! ich bin komplett unter Wasser. Ich auch. Meiner rollt noch. Nein! Ja! Ich wusste, umgekehrte Psychologie klappt wieder! Nee, Bro, das war echt nicht wegen dir. Ich dachte wirklich selbst, der würde weiterkommen. Ich dachte nicht, dass deiner so schnell ist, Digga. Sehr gut, sehr krass, gut. Krass, aber trotzdem... Ja, weil er halt höher ist. Weißt du, das Wasser holt mich nicht so schnell raus. Ja, aber Bro, also vom Ding her, es war jetzt kein großer Unterschied, ne? Darf man auch nicht vergessen. Geht. Aber trotzdem, Leute, 5-3 für Armin, Leute. Okay, Armin. Warte mal. Nee, es ist wieder ein Random Vehicle Battle. Ich wollte schon sagen. Es gibt wieder ein Random Vehicle Battle. Und zwar diesmal jeder spawnt 3 und dafür den Gegner eins aussuchen. Okay, Max, dann hol ich jetzt mal so ein Kackfahrzeug. Oh, ich werde dir auch richtige Schmutzsachen geben. Alles ziemlich flach. Warte, bei mir muss noch das dritte spawnen. So, was gebe ich denn dem Armin? Ich glaube. Guck mal, ich habe 3 Autos. Ja. Das, was du mir gibst, das parallel dazu kriegst du. Okay. Dann nimm mal den Mustang da. Also diesen Muscle Car. Leute, beide Autos sind sehr flach. Ich weiß es nicht. Aber ich wollte ihm nicht den Bugatti geben, weil der ist sehr schnell. Das andere Auto war höher. Leute. So. Armin, weißt du was? Ich fahre einfach schon mal vor. Wir haben hier, was ist das überhaupt? Irgendwie so eine Tuning-Kiste. Oha, Armin fliegt voll hoch. Er nimmt gar nicht richtig den Speed mit. Oh nein. Oh mein Gott, ist das Auto schlecht. Ja, was geht? Oh mein Gott, mein Auto ist so schlecht, Digga. Oh mein Gott. Gott, ich hab's gehabt, was anderes zu wählen. Ja, Bro, aber bei den anderen wäre es auch nicht besser gewesen. Ey, das Auto hier direkt kaputt. Direkt fängt das an, lang. Übelst schlecht. Das war so ein schlechtes Auto. Du bist 30 gekommen. Das heißt, wie viel steht's? 6-3? 6-3, genau, so wie es immer sein sollte. Ey, Leute, Armin hat doppelt so viel Punkte und er darf jetzt auch noch das nächste Fahrzeug entscheiden. So, und zwar hier, Armin. Einmal Lamborghini oder... Ach, Lambo oder das? Oh, oder McLaren. Weißt du was? Entscheide dich. Wärst du auch bereit für eine doppelte Punktzahlrunde? Eine doppelte Punktzahlrunde? Ja, ich weiß, es wäre halt dumm, weil du darfst ja jetzt entscheiden. Ich hole die McLaren. Ja, nee, da mache ich keine doppelte Punktzahlrunde, weil ich glaube, der McLaren 720, der fetzt ein bisschen mehr als der Lambo, Leute. Okay. Wisst ihr was? Wir werden es rausfinden. Wir werden es rausfinden, was das bessere Auto ist, für im Wasser rumzufahren. Lambo oder McLaren? 3, 2, 1, let's go, Leute. So, komm. Lamborghini Kickdown, Leute. Oh, der McLaren ist auf jeden Fall ein bisschen schneller.
Was? Ja, ja, ja! Nein! Oh nein, ich hätte doppelte Punkte-Runde machen sollen. Oh mein Gott! Ey, krass! Krass, Leute, bei dieser Challenge hier, es ist wirklich alles möglich. Also, man darf nicht nur auf Geschwindigkeit oder so gehen. Manche Autos kommen einfach weiter im Wasser und manche nicht so. Krass, ich bin bis Level, also bis 30 Meter gekommen und Armin ist irgendwo bei 20 Meter oder so. Keine Ahnung. Oh, auf jeden Fall, der Lambo deutlich besser, um im Wasser zu fahren. Das bedeutet 6 zu 4, Leute, let's go! So, Armin, 6 zu 4, ich werde jetzt aufholen. Und jetzt, pass auf. Jetzt, Armin. Warte! Doppelte Punktzahlrunde in einem Random Vehicle Battle. Oh, okay, das ist krass. Ja, komm, wir machen doppelte Punktzahlrunde. Aber wir werden jetzt 5 Autos spawnen oder Fahrzeuge und du darfst selbst entscheiden. Von deinen 5 darfst du entscheiden. Okay, wir machen das nacheinander. Wer soll anfangen, du oder ich? Komm, ich fange an. 1. Oh, nicht so gut, Leute. Nicht gut. Ich brauche ein Game-Changer-Auto. Okay, Armia. Ich bin bereit. Ja, macht. Komm. Ach so, du willst das... Ja, ich dachte, du abwechseln. Komm. Okay. Ja, gut. Nein. Okay, das zählt nicht. Oh. Das zählt natürlich auch nicht. Schade. 2. Nummer 3. Oh Mann. Okay, glaubst du wirklich... Also, mach dein drittes. Ja, ist ja okay. Warte, ich will ein bisschen Platz hier machen. Oh, Leute, Brandon! Monster Truck. Wichtig, richtig und wichtig. Okay, mein viertes. Ich habe voll viel so Muscle Cast. Und die Nummer 5. Und Motorrad. Motorrad nicht so gut bei der Challenge, das kann ich schon mal verraten. Okay. Jetzt bin ich mit Nummer 5. Ah, let's go, Leute. So gefällt mir das doch. Die doppelte Punkte-Runde. Oh, und ich nehme den Monster-Truck. Let's go. Ey, Leute, ich komme doch bestimmt bis ganz zum Schluss damit, oder? Okay. So, ich kann ja alleine über die Autos drüber fahren. Fang du mal an dieses Mal. Okay, ich fahre mal ein bisschen vor. Ich habe keinen Bock, dass du mich sabotierst, Digga. Boah, Leute, jetzt hier Monster-Truck-Action. Komm, Monster-Truck, zeig mal, wie gut du mit deinen großen Reifen im Wasser fahren kannst. Komm, let's go. Läuft sehr gut. Noch ein Stück, Er schafft's. Oh mein Gott, der Motor läuft noch. Bis in die Ziellinie. Und der Motor läuft noch. Oh, Alter, no. Let's go. Okay, Armin, komm mal her. Darf ich jetzt? Ja, komm, fahr. Okay. Erst Position selber einsetzen. Und oh, Leute, jetzt? Da vorne kommt Armin. Polizeilambo. Das Ding ist, wir haben den da vorhin schon mal gesehen. Der Wagen ist gut, aber der kommt nicht durch hier. Das ist ein safer Punkt für mich und doppelte Runde. Das bedeutet, es steht 6 zu 6. Nein. Das ist der Ausgleich. Nein. Bei wie viel Meter bist du? So bei 35. Oh Leute, Monster Truck war gut. Und das bedeutet, es steht 6 zu 6 Gleichstand. Leute, ist noch alles offen. So, Armin. Ach Max, du hast nur Glück gehabt. Hast das kapiert, Alter? Ja, komm. Jetzt werde ich hier den ganz Großen hier nehmen. Aber das Ding ist, der Monster Truck von Armin wird es halt wahrscheinlich auch schaffen, weil der Monster Truck ist ja ähnlich wie den ich gerade hatte. Also ich denke sogar, beide Autos werden es schaffen. So, ja, dann finden wir es mal raus, Leute. Und der Speed ist auf meiner Seite. Ich stehe auf jeden Fall 6 zu 6, komm. Ja, easy. Oder? Ja, okay. Ja! Beide haben es geschafft. Ey. Das bedeutet, diese Runde bekommt keiner einen Punkt sogar. So, runter mit dir jetzt hier. Ey, was machst du da, Junge? Das bedeutet, diese Runde kriegt keiner einen Punkt. Ah, ey, ich bin noch nass geworden wegen dir. Und dann würde ich sagen, Leute, wir gehen wieder hoch, denn jetzt kommt das große Finale. So, Armin, wir kommen jetzt hier zum letzten Level, beziehungsweise zum letzten Random Vehicle Battle, aber diesmal werden wir was anders machen. Und zwar, es gibt jetzt ein Schätz-Battle. Jeder von uns spawnt ein Fahrzeug und beide werden schätzen, wie weit das Fahrzeug kommt. Wer näher dran ist, kriegt den Punkt. Hast du das gecheckt? Also ich darf auch bei dir schätzen, wie weit du kommst. Genau. Ich verstehe, Max. So, das heißt, dann würde ich sagen, spawn mal dein Random Vehicle. Oh, okay. Oh, ja. Ich glaube, dass wir zum Ende kommen. So. Oh, nein. Ja, ist ja egal. Den Punkt gibt es ja aufs Schätzen. Okay. So. Das bedeutet, Armin, komm mal nach vorne. Ich sag, dein schaffst bis 40. Okay. Du sagst, meins schafft's bis 40. Ist eigentlich schon ganz gut geschätzt. Dann sage ich bis 41. So. Okay, das heißt, wenn es weiterkommt, hast du gewonnen. Wenn es vorher Ende ist, habe ich gewonnen. Okay, Max, dann würde ich sagen, fahr du doch schon mal los und dann gucken wir. Ja, gut, dann machen wir danach auf deinen Wagen schätzen. Oh Leute, ich muss jetzt weiter als 40 kommen. Oh, der Wagen Kannst du mich einfach abbremsen jetzt? Nee, man muss Vollgas durchdrücken. Man darf nicht sabotieren.
Nein. Und fährt noch 45. Nein. 50. Ja, Mann. Sogar, oh mein Gott, sogar so bis 53. Let's go. Das bedeutet, der erste Schätzpunkt geht an mich, aber es gibt natürlich noch eine zweite Runde, Leute. Und da kann Amir jetzt noch gewinnen. So, meine Freunde, jetzt ist Amir dran. Wir sind hier in der Drohnenperspektive, um das Ganze zu überwachen, damit der hier nicht schummelt. Und Amir hat hier so einen Sportwagen. Diesmal werde ich das erste, den ersten Schätzbetrag abgeben. Und zwar sage ich bis... Was sage ich? Bis 35. Oh, das wollte ich schätzen. Ich sag über 35. Also 36 dann. 36. Okay, dann zeig mal her. Okay, Leute, jetzt heißt es wirklich Vollgas geben. Ich hoffe, der Wagen säuft schneller ab. Ich hoffe, komm, sauf ab, Wagen. Sauf ab. Okay, er fährt. Oh, nice, er fängt jetzt schon an zu... Nein. Motor kaputt? Motor Nein. Kaputt. Ja, ja. Nein! Ja! Ja! Der Motor ist kaputt. Ich hätte 30 sagen sollen. Oh mein Gott, bis 31 oder so bist du gekommen, ne? Ja, nee, 29 30. sogar ja. Vor. Aha. Leute, das bedeutet, die Schätzrunde geht an mich. So, Amir, 7 zu 6, was ist da los? Ja? Weißt du was, Max? 6. Guck mal, eben habe ich eine doppelte Runde angeboten. Ihr wisst mit jetzt nur eine doppelte. Du darfst das sogar als erstes auswählen. Ja, okay, eine doppelte Runde, kein Problem. Leute, nur das Ding ist, ich überlege gerade wegen den Fahrzeugen, weil wir haben hier einmal diesen OP-Truck, Leute, und halt einmal diesen Schwimmpanzer, weil der Schwimmpanzer, der wird das safe schaffen, aber der OP-Truck, ich glaube, der wird sogar auch schaffen, weil Leute, ihr kennt den schon von allen anderen Challenges, das Ding, das kann wirklich alles machen. Den willst du haben? Nein, warte, ich will nur kurz meinen Zuschauern zeigen, dass der übel krass ist. Ich nehme natürlich den Schwimmpanzer, weil der Schwimmpanzer ist ganz abgesaved. Oh, verdammt, Alter, ich dachte, Amir, weißt du was, ich glaube sogar, der OP-Truck wird es auch schaffen. Das müssen wir checken. Ich würde sagen, fahr du als erstes mal durch, weil ich denke mir auch, dass er sicher durchkommt und dann mal schauen, ob ich es schaffe, oder? Nein, lass zusammen, Bro. Okay, er will zusammenfahren. Ja. Er will zusammen, Leute. Er kriegt zusammen. So. 3, 2, 1, let's go! So, Leute, der OP-Truck, der, ihr seht schon allein, wie schnell der ist geisteskrank. Auch bei diesem Treppenexperiment ist der mal ganz wild. Oh, was? Was? Wow! Ja, guck mal, der... Er fliegt sogar irgendwie komplett bis in die Innenstadt. Ich bin in der Stadt, Max! So, und der Panzer schafft es natürlich auch ohne Probleme. Ist natürlich Nein. klar, aber das bedeutet, keiner bekommt einen Punkt, weil beide Fahrzeuge es geschafft haben. Und das Max, heißt, das Geld kann ich nicht zahlen, weil ich bin in der Stadt und ich habe einen Einsatz. Ne? Ich kann das Geld zahlen, tschüss. Ah, alles klar, Leute. Schade, dass Armin jetzt hier das Geld nicht zahlen will. Aber ist ja auch egal, Leute. Wir haben die Challenge gewonnen. Lasst ein Like und ein Abo da. Schreibt gerne noch weitere GTA 5 Experimente in die Kommentare rein. Checkt Armin aus und dann würde ich sagen, bis dann. Haut rein, Leute. Euer Cramix.